Zwei furchtbare Weltkriege haben dieses Jahrhundert erschüttert. Macht war auf niederträchtigste Weise missbraucht worden. Am Ende des Zweiten Weltkrieges stand nicht nur eine nicht enden wollende Liste Toter und Vermisster, darüber hinaus lagen viele größere Städte in Deutschland in Schutt und Asche. Auch Bocholt, die größte der Städte im westlichen Münsterland, war nahezu total zerstört. Welch uneigennützige Verantwortung haben all jene gezeigt, die in dieser Situation nicht verzagten und begannen, wieder aufzubauen. Es waren Bocholter Bürgerinnen und Bürger, die aus den Schutthaufen der über 80% zerstörten Stadt das schufen, was man heute oft als selbstverständlich erachtet, aber viel intensiver wahrnehmen sollte, eine florierende Stadt nämlich, die höchsten Lebensstandard hat. Die Entwicklung bis dahin, ausgehend von der sogenannten Stunde Null, ist faszinierend zu beobachten. Eine der wichtigsten Entwicklungsphasen in Bocholts Geschichte ist zweifelsohne die Zeit von ca. 1960 bis 75. Das heißt rund 1,5 Jahrzehnte, die das Bild einer sich bis dahin nur nach Grundbedürfnissen orientierenden Mittelstadt neu prägten. Auf der Grundlage des Stadtgrundrisses der Vorkriegszeit hatten sich die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen in Bocholt bis Ende der 50er Jahre erst wieder ein Zuhause geschaffen, das den nötigsten Bedürfnissen entsprach. Hager, aber glücklich überlebt zu haben, ging man den Wiederaufbau an und wurde seit Mitte der 50er Jahre durch das sogenannte Wirtschaftswunder mit der freien Marktwirtschaft unter Bundeskanzler Adenauer und seinem Nachfolger Wirtschaftsminister Ludwig Erhard dabei erheblich begünstigt. Bocholts Oberstadtdirektor Ludwig Kaiser konnte so 1964 stolz verkünden, die Stadt Bocholt bemühte sich, nach so starker Zerstörung den kommenden Generationen wieder eine Lebens- und Existenzgrundlage zu schaffen, der Jugend zu dienen, ihrer Aufgabe als westmünsterländische Grenzstadt gerecht zu werden. Kaiser lenkte von November 1946 und seit November 1948 zusammen mit Bocholts Oberbürgermeister Otto Kemper die Geschicke der Stadt. Als Ludwig Kaiser sein Amt am 1. August 1964 verließ, waren viele seiner Mitarbeiter zu bewegt, um ihre Tränen zu verbergen. So manche harte Probe hatte man bei diesem charakterstarken Chef durchstehen müssen, auch wenn es im Hotel Kaisereck am Vorabend des morgendlichen Dienstes spät geworden war. Kaiser und Kemper, manche sprachen scherzhaft vom KUK-Regime, übergaben bei Wachablösung eine wohlbestellte Stadt, die sich wirtschaftlich mitten im Aufwärtstrend der Adenauer-Erhard-Ära befand, während 007 in Goldfinger mit Gerd Fröbe in einem der drei Bocholter Kinos Kassenreißer wurde. Nach den Pastoren Clemens Dülmer und Gustav Quade erhielten Otto Kemper und Ludwig Kaiser als höchsten Dank der Stadt für ihren großen Einsatz in der Wiederaufbauphase 1972 die Ehrenbürgerwürde. Der als Stadtdirektor aus Borken kommende agile Jurist Werner Gillen führte seit 1. November 1964 die Amtsgeschäfte als neuer Oberstadtdirektor weiter. Werner Gillen und der am 9. Oktober desselben Jahres zum Oberbürgermeister gewählte Elektromeister Günther Hochgartz wurden wie vorher Kemper und Kaiser ein eingespieltes Gespann. Neue Industrialisierung, Bestandssicherung, Erhalt des hohen Bildungsniveaus, aber auch die verstärkte Vermittlung und Förderung von Kultur galten als gewichtige Herausforderungen für Hochgartz und Gillen. Mit Otto Kemper und Günter Hochgartz hatte die Christlich-Demokratische Union ihre seit 1946 beherrschende Stellung als Mehrheitspartei im Rat der Stadt Bocholt bewahren können. Hauptsächlicher Mitspieler, aber auch Gegenspieler im Rat war die SPD-Fraktion, seit 1962 unter Fraktionschef Helmut Gardemann, die sich von 61 bis 69 auf 42,6% der Wählerstimmen hochgearbeitet hatte, während FDP und Zentrum beide nur bis 1964 im Rat vertreten waren. Sie hatten kein Comeback. Rund 51% der Stimmen 1964 und 47,4% im Jahre 1969 gaben der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung unter dem kulturbeflissenen und ausgleichenden Fraktionschef Wilhelm Seggewiss eine sichere Grundlage für politisches Handeln. Wie wichtig Bocholt auch für die große bundesweite Politik war, zeigte der Rang der Wahlredner, die zu Bundestagswahlen kamen.
Bayerns starker Mann der CSU, Franz Josef Strauß, der 62 als Verteidigungsminister in die sogenannte Spiegel-Affäre verwickelt war, hielt auch in Bocholter Schützenhaus seine Wahlreden. Während die lokale SPD immerhin mit Willy Brandt, ihrem Kanzlerkandidaten, aufwartete, der mit CDU-Kanzler Kurt-Georg Kiesinger in der Großen Koalition zusammen agieren musste. Bocholt hatte 1961 gegenüber 1933 eine Bevölkerungszunahme von 31% auf rund 46.000 Einwohner zu verzeichnen. Und die Geburtenrate war bei knapp 1.000 Geburten im Jahr führend. Schon 10 Jahre später wurde mit Heike Quirnbach Bocholts 50.000. Einwohner geboren. Für diese geburtenreichste Stadt in Nordrhein-Westfalen sah es die Stadtverordnetenversammlung als Verpflichtung an, weiter alle Schultypen in ausreichender Zahl zur Verfügung zu halten. Schule sah auch Oberstadtdirektor Ludwig Kaiser zu Recht als die wichtigste Investition in die Zukunft an. Bocholt zählte 1964 13 Volks-, eine Realschule und 2 höhere Schulen sowie 2 Berufs- und Berufsfachschulen in eigener Trägerschaft. Und die Stadtverwaltung war stets bemüht, den notwendigen Schulraum vorzuhalten. Die Neubauten der verschiedenen Volksschulen und der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsschulen kosteten allein in der Legislaturperiode von 1960 bis 1964 rund 10 Millionen Mark. Nicht von ungefähr war Bocholt als Schulenstadt bekannt, in der freilich zunächst mehr Zulauf für den heutigen Grund- und Hauptschulbereich als für die Realschule und das Gymnasium zu verzeichnen war. Berthold Krehling vom Westdeutschen Rundfunk neckte die Bocholter damit bei einem Interview 1966. Die Bocholter zählen nicht zu den klügsten in unserem Lande, wenn man der Statistik glauben darf. Nur etwas mehr als 3% der Bevölkerung besuchten oder besuchen eine höhere Schule oder eine Realschule. Der allgemeine Trend zu höherer Bildung war aber nicht aufzuhalten. 1963 war der Albert-Schweitzer-Realschule eine Abendrealschule angegliedert worden, die bei später Berufenen eifrigen Zuspruch erfuhr. ...1965 wurde die Frauenoberschule, das Alte Marienlyzeum, in ein Gymnasium für Frauenbildung mit fachgebundener Hochschulreife umgewandelt. Im selben Jahr bekam die Stadt eine dritte Realschule, nach Bocholts großem Sohn Israel van Meckenem benannt, und im Herbst 1969, anlässlich der Universitätstage der damals noch nebenamtlich von Wilhelm Frieler geleiteten Volkshochschule, wurde erstmals die Forderung nach einer Fachhochschule artikuliert. Auf Drängen der Stadt und mit Hinweis auf die hohe Zahl auch von Nachbarorten kommender Fahrschüler war 1973 das Euregio-Gymnasium im neuen Schulzentrum Giethorst für 12 Millionen Mark errichtet worden. Dieses vierte Gymnasium entlastete einerseits Bocholts traditionelles St. Georg-Gymnasium, das übrigens damals noch ohne Turnhalle im Pausenhof war, und gleichermaßen das städtische Mariengymnasium zusammen mit dem ebenfalls jungen Kapuziner-Gymnasium St. Josef. Alle 3 städtischen Gymnasien führten die Koedukation, den gemeinsamen Unterricht für Jungen und Mädchen, ein. Die Kleinkinder und die Jüngeren spielten in den vielen, überwiegend von kirchlichen Trägern gegründeten Kindergärten unbeschwert in guter Obhut. Die Stadt Bocholt hatte dafür tief in die Tasche gegriffen. Und dann waren da noch Bolzplätze und sage und schreibe 31 Kinderspielplätze mit rund 50.000 Quadratmeter Fläche, die hier und da von freiwilligen Arbeitsgruppen aus den Nachbarschaften gestaltet wurden. Bocholts Familien hatten ein weites Herz für Kinder. Die Aktion des ersten deutschen Fernsehens, Ein Platz an der Sonne, führte Busladungen von Berliner Kindern nach Bocholt,
die wegen der damaligen politischen Insellage noch nie Kühe und Schweine gesehen hatten. Mit Blue Jeans und Beatles-Musik wuchs Bocholts junge Generation in eine auf den ersten Anschein sorgenfreie Zukunft hinein. Während die Kuba-Krise beinahe einen Weltkrieg heraufbeschwor, Präsident John F. Kennedy ermordet wurde und in Südostasien der Vietnamkrieg wütete. Demonstrationen waren an der Tagesordnung. Auch Bocholts Schüler beteiligten sich daran. Sie forderten Köpfe und ließen sich vom Schuldezernent der Stadt nicht beschwichtigen. Im Zeitalter weltweiter Amerikanisierung nannten sich diese Jugendlichen jetzt nicht mehr Backfische, sondern Teenager, und alle tranken Coca-Cola, tanzten Rock'n'Roll und besuchten die Jugendfilmstunde in der Lichtburg mit ausgewählten Filmen, wenn sie bei dem großen Andrang überhaupt noch eine Karte erhalten konnten. Bocholter Beatbands spielten im Paulusheim und im Schützenhaus fremden und eigenen Beat. Die Pilzköpfe aus Liverpool hatten einen Standard gesetzt, der überall kopiert wurde. Tausende kamen zu den Veranstaltungen, bei denen unter anderem auch die besten Bands ermittelt wurden. Wer das Profane suchte, ging ins Studio B auf der Ravadi-Straße oder in das Milano auf der Neustraße, wo laute Beatmusik in den Ohren dröhnte. Es war die Zeit der Disc-Jockeys, die ihr Programm mit Prämierung von Männerwaden auflockerten. Bocholts Woodstock, ein Open-Air-Konzert, fand in der Radrennbahn am Hünding statt. Hauptattraktion war QB and the Blizzards. Für die 20- bis 30-Jährigen, die jetzt Twents hießen, spielten die Duhacke Doodles in der Cafete an der Brückenstraße. Bei Musik der Rolling Stones oder von Donovan traf sich ein Großteil der Bocholter Jugendlichen bei Tanztees und in den Jugendfreizeitheimen und Pfarrzentren. 13 neue Freizeitheime wurden damals eröffnet. Das vom Stadtrat Dr. Jürgen Becker eingerichtete Jugendzentrum an der Osterstraße 69 hatte langfristig keinen Bestand. In Pastor Stappenbecks Leopoldkeller an der Christuskirche trafen sich unter den Plakaten von Marx und Rosa Luxemburg Bob Dylan-Fans und Jugendliche, die sich politisch und sozial engagierten. Von den studentischen Unruhen waren auch Funken nach Bocholt gelangt. Mit der 40-Stunden-Woche und dem arbeitsfreien Samstag in Industrie und Verwaltung gab mehr Freizeit dem Leben eine neue Dimension. Reisen und Camping, wie es 1961 Bocholts beigeordneter Dirkmann praktizierte, gehörten schon wie selbstverständlich zum Urlaub. Auch in Bocholt begann sich ein Hauch von Deluxe zu verbreiten. Immer häufiger war die Luxusausstattung und der Luxuswagen im Angebot. Selbst die Zigaretten gab es Deluxe. Und zu Hause stand bald die erste Rundfunkstereoanlage. Aus der gemütlichen Mietshauswohnung heraus, die inzwischen nach dem Schwarz-Weiß-Fernseher und seit 1968 das Farbfernsehgerät im Wohnzimmer und für jeden die eigene Antenne auf dem Dach hatte, begannen viele ihr erstes Eigenheim zu planen. Und die Stadt stellte sich auf solche Wünsche gern mit neuen Baulandplanungen ein. In Dortmund holte man sich beispielsweise bei einer Fertigbauausstellung das Rüstzeug für die Entscheidungen. Der damalige Stadtverordnete Walter Düß hielt den Ausflug des Bauausschusses im Jahre 1962 im Schmalfilm fest.
Als jüngster Teilnehmer unter den Mitfahrern war auch der spätere Bürgermeister Bernhard Demming. Das Programm war offenbar ermüdend. Es lohnte sich, mehr Geld zu verdienen und mit dem Erworbenen seine Lebensbedingungen zu verbessern und seine Freizeit zu verschönern. Man verdiente mehr und leistete sich mehr. Der Jahresumsatz der Bocholter Stadtsparkasse wuchs so beispielsweise von 670 Millionen auf rund 1 Milliarde 49 Millionen Mark an und die Kraftfahrzeugrate erhöhte sich in Bocholt im selben Zeitraum um knapp 60% auf 5.463 Kraftfahrzeuge. Für die Wohngebäude stellten Stadt- und Wohnungsbaugesellschaften nach erheblichen Grundstücksbewegungen erschlossene Bauflächen zur Verfügung, auf denen viele Ein- bzw. Zweifamilienhäuser zum Teil alternierend mit Mehrfamilienhäusern errichtet wurden. Wie so oft war Bocholt auch hier Vorreiter. 1966-67 wurden in der Löwerick die in Deutschland ersten Eigentumswohnungen als Stufenhäuser errichtet. Gebaut wurde in allen Stadtteilen. Allein der Bocholter Bauverein, eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, hat für die 60er Jahre insgesamt 197 Mietwohnungen und 143 Eigenheime fertiggestellt, während die von der Stadt selbst getragene Bocholter Wohnungsbaugesellschaft vor allem große Wohnkomplexe erstellte, die im Mittel 20 Wohnungen hatten, aber kaum Wohngemeinschaften im Sinne der Nachbarschaften bildeten. Die an Bevölkerung stark wachsende Stadt musste den Ausbau ihrer Infrastruktur intensiv betreiben. Ein 1961 aufgestellter Flächennutzungsplan der Stadt Bocholt hatte bereits mit der Entflechtung von Gewerbegebieten und Wohnbereichen Sanierungsmaßnahmen vorgesehen und im damaligen Stadtgebiet die Industrie- und Gewerbegebiete Robert-Bosch-Straße, Leukummerweg-Schaffeldstraße, Köcherstraße und Biemenhorsterweg als neue Gewerbegebiete ausgewiesen. Eine Luftaufnahme von der Robert-Bosch-Straße zeigt die damalige Situation. Für alle flächengreifenden Planungen erwies sich Bocholts altes Stadtgebiet freilich als zu begrenzt. Bereits 1966 wurde im Norden der Stadt mit dem Amt Liedernwerth unter seinem 1962 ernannten Amtsdirektor Karl-Heinz Schwaberg der Planungsverband Bocholt-Stehnern vereinbart, der Bauflächen östlich der Winterswicker Straße vor allem für Wohnbebauung und den Neubau eines neuen Mittelpunktkrankenhauses vorsah. Bocholt St. Agnes Hospital an der Weberstraße erwies sich bereits damals als zu klein und für die moderne technische Entwicklung veraltet. Die stolze Aussage der Statistik über Bocholt, es habe die zweitgrößte Industriedichte in Nordrhein-Westfalen, war angesichts der großen Rezession, insbesondere im Textilsektor, für Bocholt wenig tröstlich. Billige Ostasien-Importe hatten den deutschen Textilmarkt sehr zurückgehen lassen, was zu vielen Betriebsschließungen oder durchgreifenden Rationalisierungsmaßnahmen führte. Alteingesessene Textilunternehmen in Bocholt hörten auf zu produzieren oder retteten sich in Produktionsnischen, die abnahmesicher waren. Dagegen produzierten andersgeartete Industrien wie die Großgetriebefirma Flender oder Siemens Produkte, die auf den ersten Blick krisenfest waren und selbst in Zeiten der Rezession benötigt wurden. Damit dort die Nachfrage an Industriegütern voll gedeckt werden konnte, öffnete auch Bocholt seine Tore für südeuropäische Gastarbeiter, die bald zum festen Bestandteil der Bevölkerung wurden. Sie halfen, Produktion und Handel zu steigern. Ein Blick in die Produktionsstätten beider Unternehmen in Bocholt zeigt den damals hohen Stand der Industrialisierung.
Bocholter Frauen und Mädchen setzten zusammen mit auswärtigen Arbeitskräften die Telefone von Siemens zusammen, die in alle Welt gingen. Mit den Großbetrieben wie Flender, Siemens, Watteborgers, Ibena oder den Maschinenfabriken Spalleck und Ulbrich und dem Elektroteilehersteller Benning konnte die Stadt auch bittere Krisen überstehen, wie sie die Ölkrise von 1973 für alle Fahrzeug- und Fahrzeugzulieferindustrien darstellte. Und natürlich hatten sich auch einige Textilbetriebe behauptet. Zur gesunden Mischung mittelständischer Industriezweige in Bocholt gesellten sich außerordentlich fleißige Handwerker und Kaufleute, die geschäftstüchtig tagsüber auch außerhalb Bocholts ihr Geld verdienten. Nicht einzeln aufführen lassen sich hier alle Um- und Neubauten im Stadtbereich, die im Laufe unseres Berichtszeitraumes durchgeführt worden sind. Auffällig im Stadtbild war für jeden der Neubau der Kreishandwerkerschaft am heutigen Europaplatz 1962 und der Abriss des Café Eilers Mitte April 69, an dessen Stelle die Warenhauskette Karstadt einen Neubau setzte, der schon am 25. Juni 1970 eröffnete. Auf der Osterstraße musste das Kaufhaus Kepa dem Neubau einer großen Bekleidungsfirma weichen, die die Stelle als Standort des Geburtshauses von Kardinal Melchior von Diepenbrock mit einem Gedenkstein ehrte. Wo keine Hochbaugerüste standen, brauchte man in Bocholt in den 60er Jahren nicht weit zu gehen, um stattdessen Tiefbauarbeiten größeren Ausmaßes mitzuerleben, die sich jedem, der Bocholt durchfahren musste, aufdrängten. Über mehrere Jahre hinweg plante und baute die Stadt ihren Innenstadtring, der die historisch gegebenen Fluchten auch dort zu einem Kreis fügte, wo zunächst Hochbebauung im Wege stand. Der von 1962 bis 1969 mit der Vollendung der Bismarckstraßenbrücke abgeschlossene Innenstadtring war symptomatisch. Man dachte großstädtisch und sparte nicht mit Ampeln. Weit vorausschauend plante man auch eine Umgehungsstraße ein, die unter Umständen einmal die Innenstadt von noch mehr Verkehr entlasten sollte. Parallel zur Straßenverkehrsverbesserung, die mit dem Anschluss Bocholts an das neue Bundesautobahnnetz bei Hamminkeln im Jahre 1963 einherging, war der Zugverkehr von und nach Bocholt von der Deutschen Bundesbahn immer mehr eingeschränkt worden. Stattdessen setzte die Bahn parallel Omnibusse ein und machte sich so selbst Konkurrenz, um dann mit den geringen Nutzungsziffern der Züge argumentieren zu können. Schließlich fuhr der letzte Personenzug der Strecke Isselburg-Bocholt-Coesfeld am 25. Mai 1974. Mit Wehmut gingen Bocholts Eisenbahnfans über die alte Fußgängerbrücke an der Industriestraße, die einen guten Blick auf den Bocholter Bahnhof gewährte. Trotz steigenden Frachtgutaufkommens schien die Bahn Bocholt immer mehr abzuschreiben. Die großen Bocholter Speditionen, Kleinwiele, Westmünsterland-Spedition, Bocholter Transportgesellschaft und Van Alst glichen das Minderangebot der Bahn durch Lkw-Transporte umgehend aus. Trotz aller Rezession wurde weiter produziert und nunmehr auf der Straße transportiert. Fast gleichzeitig mit Beginn des Problems beim Schienentransport beseitigte Bocholts Verwaltung ein anderes. Von 1959 bis 1969 war ein vieljähriges Projekt der A-Regulierung abschnittsweise angegangen worden, bis bei Abschluss aller Arbeiten die Ufer der A hochwasserfest waren und über den Lauf verteilte Stauwehre auch hohen Wasserstand regeln konnten. Noch zu gut erinnerte man sich an das Hochwasser von 1960, das ebenso wie ein früheres vom Frühjahr 1946 viel wirtschaftlichen Schaden verursacht hatte. Bereits jetzt dachte Bocholts Verwaltung auch an die Schaffung eines Vorfluters, der große Wassermengen kurzfristig als Reservoir aufnehme. Eine Idee, die später bei der Schaffung des Aasees Pate stand.
Wer Bocholt in den 60er und frühen 70er Jahren besuchte, ging durch eine geschäftige Stadt, die mit einer gut entwickelten Infrastruktur und einem breit gefächerten Warenangebot in modernen Geschäften nahezu alle Bedürfnisse decken konnte. Obgleich das Fahrrad bei den Bocholtern zum bevorzugten Transportmittel avanciert war, verfügte die Innenstadt bald kaum mehr über ausreichend Parkraum. Das Auto hatte seinen Siegeszug angetreten. Ein Spaziergang durch dieses Bocholt vermittelt Besuchereindrücke. Um die Innenstadt selbst von dem kaum mehr zu bewältigenden Verkehr zu befreien, erfolgte nach erster Sperrung der Osterstraße zur Fußläufigkeit im Jahre 1961 mit großem Engagement des Bocholter Einzelhandels zum 1. November 1973 die Eröffnung der Fußgängerzone durch Oberstadtdirektor Gillen. Wo der eigene Garten fehlt oder zu klein erscheint, hatte die Stadt im Langenbergpark und im Stadtwald nahe Erholungsanlagen ihre grünen Lungen mit Landeszuschüssen planmäßig ausgebaut. Der Stadtwald wurde zu Bocholts Parklandschaft. ...1965 erfolgte eine Umgestaltung und um 68 kam ein Wildgehege hinzu, das seither Tausende auch von außerhalb der Stadt angezogen hat. Zwei Teiche wurden neu angelegt. ...1970 folgte ein Robinson-Spielplatz und ein privater Bauherr errichtete ein Stadtwaldrestaurant nördlich vom großen Karpfenteich an der Wiener Allee. ...1974 folgte im Zuge der Stadtwalderweiterung die Anlage eines Rodelberges mit Teichen, die im Winter zum Schlittschuhlaufen genutzt werden. Vor Amtsgericht und St. Georg-Gymnasium wurde am 23. Juli 1968 die Neugestaltung des Benölkenplatzes abgeschlossen, der mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse zu einer weiteren kleineren Erholungsanlage umgestaltet wurde. Das monumentale Kriegerdenkmal aus dem Dritten Reich verschwand auf Ratsbeschluss.
Als Mahnmal für die Opfer des Krieges und der Konzentrationslager schuf die jüdische Künstlerin Ellen Bernkopf aus Jerusalem eine Bronzeplastik, die 1969 am Südhaus feierlich aufgestellt wurde. Bocholt konnte sich wirklich sehen lassen. Nicht nur offen sichtbar, sondern auch unten herum. Unter den Straßen und Gehsteigen war alles in Ordnung. Um jeden Engpass an Trinkwasser auszuräumen, hatten die Bocholter Stadtwerke 1963 in der Bauernschaft Liedern ein Wasserwerk neu errichtet. Damit wurde die Kapazität des Wasserwerkes in Mussum erweitert, das selbst bis Juni 1970 durch Neubau von Brunnen modernisiert wurde. Parallel dazu wurden 1966/67 alle Gaslieferungen konsequent auf Erdgas umgestellt. Oberstadtdirektor Werner Gillen löschte 1967 die letzte Gaslaterne der Bocholter Straßenbeleuchtung symbolisch. Sie wurden durch Laternen mit Leuchtstoffröhren ersetzt. Stadtwerkedirektor Dr. Juncker konnte daneben 1971 die Bocholter Stromversorgung so regeln, dass die Stadtwerke ein 10 Kilovolt Mittelspannungsnetz übernahmen. Bocholt musste auf die Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt nicht verzichten. Es war bestens versorgt. Für den Abtransport des Verbrauchten sorgte in der Obhut des Tiefbauamtes ein 84 Kilometer langes innerstädtisches Kanalnetz, das durch die Neubaugebiete noch erheblich erweitert wurde. Die Kanäle trafen sich an der Schwanenstraße, dort, wo von 1962 bis 1969 die Kläranlage voll biologisch ausgebaut und 1974 durch eine Schlammentwässerungsanlage für weitere 3 Millionen Mark erweitert wurde. Für alle Schwimm- und Badebegeisterten hatte die Stadt Ende der 50er Jahre zunächst nur das Meckenem-Bad zur Verfügung gestellt, das die benötigte Kapazität bei weitem nicht erfüllte. Nach langer Pause wurde daher im Jahre 1962 für 1,2 Millionen Mark am Hemdener Weg ein modernes Freibad geschaffen. Als Symbol der Badefreuden hatte Dr. Alfred Flender eine große Jonas-Plastik aus Bronze für das Nichtschwimmerbecken gestiftet, die später am Aasee zu stehen kam. Als Bürgermeister Otto Kemper das Waldbad eröffnete, war auch eine Schwimmsportanlage geschaffen worden, die ein 50-Meter-Becken aufwies. Obgleich selbst ein guter Schwimmer, gab Oberbürgermeister Günter Hochgartz 1973 selbst mehr auf den Rasensport, als seine Stadtverordnetenmannschaft ihn gegen die Familie Vollmering arbeitslos machte. Erster FC Bocholt und Olympia Bocholt, die beiden großen unter Bocholts Fußballclubs, waren Publikumsmagnet Nummer 1, wenn sie sich am Hünding zum Lokalderby trafen. Sie waren exponierte Beispiele für den intensiven Bewegungssport, den sich an die 50 Vereine in Bocholt zum Ziel machten. Allein 11 Sportvereine gründeten sich von 60 bis 75 neu. Dabei sein ist alles, doch wer will nicht auch gewinnen? Die Radrennbahn am Hünding war die Meisterschmiede für Karl-Heinz Henrichs zum Olympiasieg in Tokio im 4 Kilometer Verfolgungsfahren und Klaus Kobusch errang die Bronzemedaille im Tandem. Henrichs wiederholte 68 in Mexiko seinen Erfolg mit einer Silbermedaille.
1966 erhielten beide am Hünding aus der Hand von Oberbürgermeister Hochgartz den Europapokal im Mannschaftsfahren, den die Stadt Bocholt gestiftet hatte. Die großen Erfolge im Radsport basierten auf intensiver Breitenarbeit. Bocholt wurde zur Stadt der Radfahrer. Durchaus sportlich waren Bocholter und Bocholterinnen am 16. Mai 1970 beim Spiel ohne Grenzen des Fernsehens in Rade vom Wald. Busse und ein Sonderzug begleiteten die Bocholter Mannschaft. Auch der Rundfunk zeigte Interesse an der münsterländischen Metropole. Radio Luxemburg, RTL, kam mit Jürgen Drews zum Interview in der Sendung 12 Uhr mittags auf den Marktplatz. Mancher erinnert sich noch an die Röntgenreihenuntersuchungen und Pockenimpfungen, die das Bocholter Gesundheitsamt unter dem rührigen Medizinaldirektor Dr. René Erpelt veranstaltete. Keiner wurde ausgelassen und 17.000 Bocholterinnen und Bocholter waren dabei, als 1962 die große Polio-Schluckimpfungsaktion startete. Zeitgleich mit den Zahnreihenuntersuchungen in den Schulen trat die Antibabypille ihren unaufhaltsamen Siegeszug an und eine andere Pille, das Contergan, als Schmerzmittel auch in Bocholt verschrieben, verkrüppelte Embryos und führte zu einem der ersten großen Arzneimittelprozesse der Nachkriegszeit. Die Rechenschaftsberichte aus dem Gesundheitsressort zeigten eher ein positives Bild des Gesundheitswesens in Bocholt. Die von Stadt und freien Wohlfahrtsverbänden seit 1968 geschaffenen Altenwohnungen an der Urbanstraße hinter dem Diepenbrockheim an der Herzog- und Markgrafenstraße boten optimale Voraussetzungen für gesundes Wohnen. Erwähnt sei hier auch das von der Arbeiterwohlfahrt in Drosten und Markgrafenstraße erstellte Sozialzentrum mit Altenwohnungen, das für 2,4 Millionen Mark 1971 errichtet wurde. Wer auf Bocholts Geschichte sieht, weiß, dass die Bevölkerung der Stadt stets einer starken Religiosität verbunden war. So nimmt es nicht Wunder, dass die neu wachsenden Stadtteile für die geistliche Versorgung Pfarreien erhielten, deren zentrale Sinnbilder und Begegnungsstätten aus der üblichen Bebauung herausragen. Mit der Herz-Jesu-Kirche im Nordosten und der St. Bernhard-Kirche in der Amtsgemeinde Lowick wurden zwei katholische Gotteshäuser in moderner Architektur erstellt, denen die evangelische Gemeinde am Rosenberg im Dezember 1963 die Apostelkirche folgen ließ. Pfarrer Meyer hatte als Schmalfilmamateur das Ereignis im Bild festgehalten. Nach Eröffnung der von Wolfgang Schwarz aus Bocholt geschaffenen St. Norbert-Kirche 1965, die Bocholter Zungen scherzhaft unsere Flugzeughalle nennen, hatte der Kölner Stararchitekt Dominikus Böhm die St. Paul-Kirche in der Siedlung Heuting-Esch gebaut, die ebenfalls 1965 eingeweiht wurde. Ihr folgten das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, der evangelischen Kirchengemeinde Bocholt-West 1967 und 75 das Johann-Hinrich-Wichern-Haus als evangelische Begegnungsstätte inmitten der Fläche des Planungsverbandes Bocholt-Stehnern. Das kirchliche Leben der Bocholter Christen erreichte Höhepunkte, als höchste Repräsentanten beider christlicher Kirchen Bocholt besuchten, so der aus Bocholt stammende evangelische Bischof Kunst bei mehreren Gelegenheiten, zum Beispiel zur Weihe der Apostelkirche. Der Bischof und spätere Kardinal Höffner besuchte Bocholt 1962.
1967 wurde der Bocholter Laurenz Böggering zum Weihbischof von Münster erhoben und besuchte anschließend seine Vaterstadt. Als kirchliche Einrichtung wurde schließlich eine Mütterschule in eine allgemeine Weiterbildungseinrichtung umgewandelt und bekam 1970 ihr neues Gebäude am Ostwall. Die Frömmigkeit der katholischen Christen Bocholts spiegelte sich auch in aller Öffentlichkeit in der Teilnahme an der traditionellen Kevela-Wallfahrt wider, zu der ein Wallfahrtskomitee mit dem Pfarrer der Hauptkirche jährlich einlud. Und für Bocholts Kinder gab es um jeden 11. November den Martinszug, den der rührige Verein für Heimatpflege unter dem Vorsitz Dr. Wilhelm Schwartes ausrichtet. Heimatpflege und Bocholts Schützenvereine wie St. Georgius, St. Antonius oder Stephanus und die vielen Nachbarschaften in den Straßenzügen pflegten althergebrachte Traditionen weiter, die allenfalls durch Austausch der Funktionsträger neue Akzente bekamen. Nachbarschaftsfeste rührten von den alten Nachbarschaften her, die sich als Notgemeinschaften zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung seit mehreren Jahrhunderten entwickelt hatten. Der Kranzherr organisierte jährlich das Nachbarfest. Eine neue Tradition schufen freilich Bocholts Karnevalisten im Jahre 1964 mit dem ersten närrischen Prinzenpaar Theodor I. und Christel I. Karneval wurde nach den 50er Jahren immer mehr zu einer der Hauptattraktionen im Jahresverlauf. Der Rosenmontagszug erhielt durch immer prunkvollere, zum Teil zeitkritische Wagen immer mehr Attraktionen. Die ganze Stadt und viele Auswärtige säumten die Straßen. ...1969 blieb die Narretei beinahe im Schnee stecken. Rote Nasen mussten nicht immer gekauft werden. Wer am dritten Wochenende im Oktober nach Bocholt kommt, trifft auf die geschäftigste Zeit der Bocholter. Ihre Kirmes, aufbauend auf dem Datum der Kirchweihe von St. Georg, ist 4 Tage lang Mittelpunkt allen Geschehens und Kirmesmontag wurde zum Feiertag erklärt. Die Fahrgeschäfte von 1968 spiegelten den neuesten Stand der Technik, nur das Riesenrad war zeitlos. In die Zeit der späten 60er Jahre fällt die Gründung der Bocholter Musikschule. Und die 60er Jahre sahen den zweifachen Umzug der Stadtbücherei, zunächst in das St. Georg-Gymnasium und anschließend 1968 in ein eigenes Haus am Benölkenplatz, das dann auch die bis dahin bei der Stadtsparkasse untergebrachte Jugendbücherei aufnahm.
Theater und Konzerte waren in die Obhut des Theatervereins gegeben, der seine Vorstellungen in der Lichtburg an der Kaiser-Wilhelm-Straße gegenüber vom Café Eilers gab. Die Lichtburg bot fast 1000 Plätze. Die Kulturszene aber war in der ihr eigenen kreativen Art nicht auf Vorgesetztes begrenzt. Luzi Vollbrecht-Büschlepp und Hermann Manes-Schlatt stehen für all jene Bocholter Künstler, die selbst kreativ für viele das Liebenswerte schnitzten oder malten. Vielleicht die wichtigste spartenübergreifende Veranstaltung der 60er und frühen 70er Jahre war Bocholts großes 750-Jahre-Jubiläum der Stadtwerdung im Jahr 1972, das ein Ganzjahresprogramm überwiegend kultureller Aktivitäten anbot. Allein das Programm der Festwoche vom 2. bis 12. Juni reichte vom Showorchester über ein Beatfestival bis hin zu einem Symphoniekonzert. Für jeden etwas. Im Namen des Europarats die Europafahne zu übergeben. Mit der Verleihung der Europafahne durch den Europarat und des Titels Gemeinde Europas waren die jahrzehntelangen Bemühungen der Stadt und der Europa-Union unter Hans Elsinghorst mit Erfolg gekrönt worden. Durch das Engagement des Bocholter Oberverwaltungsrates August Kersting wurde die Euregio als grenzüberschreitende Region Mitte der 60er Jahre geschaffen. Neben Rawtenstall, dem heutigen Rossendale und Belgisch Bocholt, war mit Aurillac auf Ratsbeschluss vom 17. Mai 1972 eine französische Partnerstadt gefunden. Der Rat möge das hohe Ziel Europa immer vor Augen haben. Am Europatag 1972 enthüllte der Oberbürgermeister auf dem Marktplatz den von Friedrich Wertemann geschaffenen Europabrunnen. Und nun werde ich durch einen Knopfdruck die Springbrunnenanlage in Tätigkeit setzen und damit die Europaplastik den Bürgern der Stadt Bocholt übergeben. Der Brunnen soll ein Symbol der Weltkugel, der Erdscheibe und des Sonnenrings darstellen. Und an der alten Nordallee, die seit 1967 Adenauerallee hieß, errichtete die Vereinigung für politische Bildung das Europa-Institut. Die Grenze war zwar noch präsent, aber als die Niederlande am 1. August 1963 West-Suderwick an Deutschland zurückgab, gab es keine Ressentiments. Die Aktion erlaubte übrigens legalen Schmuggel, indem man vollbeladene LKWs tags zuvor in West-Suderwick parkte. Expansion der Stadt führte auch zur Expansion städtischer Aufgaben. Bis 1973 hatte man einen Verwaltungs- und Rathausneubau hinausgeschoben. Am 10. Juli wurde der erste Spatenstich für ein neues Rathaus an der A durch Oberbürgermeister Günter Hochgartz getan. Hohe Wertschätzung erfuhr die Stadt bundesweit mit dem Besuch des Staatsoberhauptes der Bundesrepublik Deutschland, Bundespräsident Gustav Heinemann, der ihr 1974 einen Besuch abstattete. Viele Bocholter und Bocholterinnen bildeten Spalier, als sich der Präsident in das Goldene Buch der Stadt eintrug. Doch 1974 war das Jahr der großen Gegensätze. So schrieb das Bocholter Borgener Volksblatt und Bocholt hatte verloren. Verloren, wofür man im fairen Wettstreit der Argumente seit Ende der 70er Jahre bei den Planungen der Landesregierung zu einer Gebietsreform eintrat. Den Kreiserhalt. Gutachten und Gegengutachten, Gutwillreisen und Diskussionsrunden, Kommissionen über Kommissionen,
öffentliche Demonstrationen, ein Volksbegehren und weithin gehörte Informationsveranstaltungen. Aufkleber mit Text BOH muss bleiben oder Kugelschreiber mit dem Aufdruck Kreisfreie Stadt Bocholt vergebens. Am 8. Mai 1974, zwei Tage nach Rücktritt des Bundeskanzlers Willy Brandt wegen der Guillaume-Affäre und in einer allgemeinen Situation wirtschaftlicher Unsicherheit, verabschiedete der Nordrhein-Westfälische Landtag in Düsseldorf das Gesetz zur kommunalen Neuordnung, das zum 1. Januar 1975 Bocholts Kreisunabhängigkeit aufhob und die Stadt dem Kreis Borken inkorporierte. Neben dem Verlust von Zuständigkeiten wie zum Beispiel der Aufgaben des Straßenverkehrsamtes, des Katasteramtes, des Gesundheitsamtes und verschiedene Aufgaben der Ordnungsverwaltung war damit natürlich einhergehend ein Bedeutungsverlust. Auf der anderen Seite waren die umliegenden 10 Gemeinden des Amtes Liedernwerth, die Bocholt zum Stadtgebiet erhielt, ein nicht unbedeutender Flächengewinn und die Einwohnerzahl stieg von ca. 48 auf 66.000. Bei der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der kreisfreien Stadt Bocholt am 18. Dezember 1974 trug der stellvertretende Oberbürgermeister Werner Schneider Folgendes vor. Und an diesem Wendepunkt der Bocholter Geschichte mag uns sicherlich dreierlei bewegen. Dankbarkeit, Nüchternheit und Zuversicht. Dankbarkeit gegenüber der Vergangenheit, Nüchternheit gegenüber der Gegenwart, Zuversicht gegenüber der Zukunft. Ich möchte all den Bekannten und Unbekannten danken, die in der kreisfreien Stadt Bocholt für den Geist der Freiheit und der Demokratie, der Toleranz und der sozialen Bereitschaft eingetreten sind. Wir sind nüchtern genug zu wissen, dass diese Einbeziehung Bocholts in zwei neue kommunale Größenordnungen auch eine Vergrößerung der Aufgaben, der Probleme und der Verantwortung bedeuten wird.